Moin Moin, herzlich willkommen und hallo zu einer erneuten Runde der Pfiffigen Vier. Und ich habe heute erneut auch einen Gast dabei, nämlich die Irma Webb. Hello again. Heute geht es um ein Thema bei den Pfiffigen Vier, was euch alle interessiert und euch alle auch schon beschäftigt hat, nämlich das Thema Superkräfte. Und es gibt hier eine kleine Besonderheit bei den Pfiffigen Vieren heute, denn wir werden unsere Plätze gegeneinander antreten lassen. Und als erstes gehe ich auf meinen vierten Platz mit einer Superkraft ins Rennen, die schon sehr, sehr gut ist, nämlich das Unsichtbarsein. Wer kennt es nicht? Wer möchte nicht gern in bestimmten Situationen unsichtbar sein, um sich entweder aus diesen Situationen zu befreien oder aber auch in bestimmte Situationen hineinzukommen? Zum Beispiel ins Stadion, momentan bei Geisterspielen, wo ich nicht hinein darf. Allerdings, einen kleinen wissenschaftlichen Fehler gibt es hierbei, man würde die Augen sehen, da diese das Sonnenlicht brauchen und auch reflektieren. Deswegen nur auf Platz 4 unsichtbar sein. Immer. Okay, mein Platz 4 ist, Menschen und Dinge in andere Menschen und andere Dinge verwandeln zu können. Also als Beispiel könnte ich dich in einen Schrank verwandeln. Aber das bin ich doch schon. Das stimmt natürlich. Du wärst auch immer noch du. Du könntest dich nur nicht mehr bewegen und wärst ein bisschen holzig. Und dann könnte ich beschließen, ich verwandle dich in ein Geschenk oder in mich. Dann siehst du aus wie ich, bist immer noch du. Und ich könnte jede Menge Unheil anstiften damit. Ich könnte mich zum Beispiel auch ins Stadion reinbringen. Eine sehr gute Kraft, aber ich würde, glaube ich, dir den Punkt geben. Weil, wie gesagt, aus dem Grund, den ich genannt habe, man würde die Augen sehen, das Unsichtbarsein dann doch nicht mehr ganz so cool. Und ich glaube auch auf Dauer ein bisschen langweilig. Du schöpfst in den ersten Wochen deine Möglichkeiten aus. Deswegen irgendwann bist du überall gewesen. Ich würde dir den Punkt geben. Cool. So, kommen wir zu meinem dritten Platz. Und der wäre wie folgt. Nämlich das Gedankenlesen. Und zwar kontrolliert. Das ist auch nochmal wichtig. Alle Kräfte, von denen wir hier reden, sind übrigens kontrolliert. Und wer braucht das nicht? Gedankenlesen in bestimmten Situationen. Ist sie jetzt sauer? Ist er jetzt wütend? Was dasselbe ist. Aber trotzdem eine super Eigenschaft, Gedanken lesen, um zu wissen, woran ich bin, was ist in der Klassenarbeit die richtige Antwort. Und deswegen Gedanken lesen, sehr wichtig, eine sehr gute Kraft, Platz 3 bei mir. Okay, Platz 3 möchte ich lieber die Zeit anhalten können. Ich kann einfach die Zeit stoppen, kann mich noch bewegen, kann alle Sachen anstellen, die ich möchte, lass die Zeit weiterlaufen und keiner merkt, dass die Zeit angehalten war. Finde ich fantastisch. Und gibt es da eine Begrenzung? Kannst du es ewig machen oder immer machen? Das ist ja auch nochmal wichtig. Ja, wahrscheinlich könnte ich beschließen, ich halte jetzt die Zeit an und sie läuft niemals weiter. Aber es wäre auch ein bisschen langweilig, denn irgendwann hätte auch ich alles gemacht, was ich, während alle anderen sich nicht bewegen können, weil die Zeit stillsteht. So viel kann man da gar nicht machen, ganz alleine. Irgendwann hätte ich das alles durch. Aber es gibt bestimmt Situationen, in denen es cool wäre. Ähnlich wie beim Unsichtbarsein. Ich halte die Zeit an, verschwinde und bin aus der Situation, in der ich vielleicht nicht mehr sein möchte, auch einfach raus. Oder ich mogel mich irgendwo rein. Ich glaube, das ist eine sehr mächtige Fähigkeit, die du da aufgezeigt hast. Und deswegen könnte ich damit leben, denen den Punkt zu geben. Mensch, das läuft. Womit du es aber schwieriger haben wirst, ist meine zweite Superkraft. Und zwar ist das ein Traum, so alt wie die Menschheit selbst, der Traum vom Fliegen. Selbsterklärend, wer hat nicht schon davon geträumt, im wahrsten Sinne des Wortes, fliegen zu können und einmal um die Welt oder zur Schule oder sonst wohin? Über den Stau hinweg. Einfach mal gucken, wie es von oben aussieht. Okay, bei mir ist auf Platz 3 Gedanken lesen. Das wäre dann auch so, wie bei dir natürlich, dass ich das anschalten könnte und abschalten könnte. Denn ich will wahrscheinlich auch nicht immer hören, was andere so denken. Ich glaube aber auch, das könnte gefährlich werden, weil man dann doch häufiger mal zuhört, was andere denken und sich vielleicht auch sehr einschränkt. Deswegen würde ich sagen, hat das Fliegen auf jeden Fall gewonnen. Sehr gut.
Fliegen zum Fliegenpilz. Das war übrigens nicht vorher abzusehen. Nee, das war nicht vorher abzusehen. Achtung. Kommen wir zu unseren ersten Plätzen. Und ich habe hier eine Besonderheit. Genau wie ich hier ein besonderes Tier habe. Nämlich den Hasen, Ziegen, Esel. Punkt. Auf welchem Kontinent kann man den finden? Den findet man nämlich in der Form nicht. Und darum geht es auch mal meinen Platz. Denn mein erster Platz ist ganz philosophisch, sich in andere Tiere zu verwandeln und auch hineinversetzen zu können. Also mit allen Instinkten und allen Verhaltensweisen. So ist es immer. So ist es. Und ich glaube, der große Vorteil bei dieser Fähigkeit ist es, dass es nicht langweilig wird. Also wir haben Gedankenlesen, da kenne ich dieselben Leute in meinem Umfeld. Jedes Mal weiß ich, ah, der möchte sowieso wieder Müsli zum Frühstück oder sonstiges. Aber hier wird es nicht langweilig. Hier kann ich nämlich die Tierwelt erleben mit allen Sinnen, mich hineinversetzen und kann darauf ganz anders reflektieren dann. Deswegen auf jeden Fall ist es eine ziemlich verlockende Sache. Ja, mein erster Platz. Ja, mal sehen, ob mein erster Platz das schlägt. Das ist nämlich fliegen können. Ist jetzt wirklich selbsterklärend, denn du hast es auch schon kurz erklärt. Absolute Freiheit und Unabhängigkeit und etwas, was wohl noch keiner einfach so erlebt hat. Man wäre der Erste, der das so könnte. Ja, wie ich auch schon bei meinem zweiten Platz gesagt habe, ist fliegen können schon was Besonderes. Und ich glaube, wir sind uns einig, dass wir das dann insgesamt auf Platz 1 setzen müssten. Ich finde auch. Das sollten wir können. Fliegen können ist der große Traum der Menschen, schon lange und schon immer gewesen. Jetzt müssen wir gucken, was wir auf Platz 2 damit jetzt machen, weil wir ja fliegen können, wir ja schon auf Platz 1 haben. Vielleicht wollen wir doppelt gerne fliegen können? So, Gedanken lesen hatte ich auch. Das kann dann ja schon mal dazu. Was wahrscheinlich dann zu dieser Endplatzierung führen würde. Also, wir haben einmal auf Platz 4 Menschen in Dinge oder Gegenstände verwandeln zu können. Platz 3 ist das Zeitanhalten und ich würde fast sogar sagen, Platz 2 und 1 häufig genannte Superkräfte auch in Filmen oder in anderen Möglichkeiten ist einmal natürlich das Gedankenlesen und Platz 1 der Traum vom Fliegen. Ich würde sie alle nehmen. So, und damit haben wir noch einen guten Abschlusssatz und damit bedanken wir uns für das Anschauen dieses kleinen Videos. Und ja, lasst gerne einen Kommentar da, was sind eure Lieblings-Superkräfte? Könnt ihr das nachvollziehen, wie wir hier platziert haben? Und ja, lasst gerne auch ein Like da oder ein Dislike, diskutiert in den Kommentaren und auf ganz bald. Und wir sagen zusammen, bis denn!